Pokémon. Schild und ja. Was haben wir denn als nächstes was zu tun jetzt? Okay. So. Okay, dann auf. Die Frage ist, was dürfen wir jetzt als nächstes tun? Okay, weiter geht's. Das steht weit. Was will der denn von uns jetzt? Oh, hallo ihr zwei. Dummes Timing, dass dieses ganze Chaos-Zeug von dem Champ-Match zwischen Gideon und dir ausgebrochen ist. Der Assistent von Rose meinte, er wolle die Galaregion mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ich hab nicht den Platz, das ist nicht immer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Es ist piepegal, wie gefährlich diese Ritze Nacht auch sein mag. Weiß noch eins, ich muss meinem großen Bruder helfen. So. Ja, Mann. Hopp kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Ja. Zum Glück wurde niemand verletzt. Das ist die Hauptsache. Alle wurden von uns Arena-Leitern und Pokémon rechtzeitig aus der Gefahr gebracht. Willst du bestimmt unseren Champ und dem Rest der Gradas helfen? Gehen, was? Ja, klar. Dann bekommt es die Fesseln also auch mit dem unschlagbaren Champ sowie dem stärksten aller Challenger unserem Rival zu tun. Da kann man ja fast Mitleid haben, aber nur fast. Den stärksten aller Challenger. Bist natürlich du gemeint. Ich hab jetzt die Schade mit dir. Hopp. Die Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter? Scheinbar kommen wir nicht weiter geradeaus, sondern wir müssen tatsächlich hier runter. Oder diese Türsteher schon sagten, ne, ihr dürft hier nicht runter. Da haben wir gefasst jetzt. Hey du, du musst uns helfen, Challenger. Und zwar sofort. Ich meine natürlich, ihr hilft mir, bitte. Die Pokémon hat sich aus einem mir unbekannten Gradiener maximiert und das scheint aus einer Rolle geraten. Er hat es auf seine gewohnte Art, gewohnten Wolfen Art, nein, er ist halt seine gewohnt, professionelle Art wieder bricht, aber. Na, wenn sich die anderen Pokémon hier auch maximieren, dann sehe ich schwarz. Das ist ja das unterirdische Energiewerk, in dem sich der Liga-Präsident aufhält, einstellt. Ich weiß, das klingt unverantwortlich und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf. Halte Pokémon namens Endynalos erregt. Der kann bei diesem Schalt Energie aus, die bei einem Pokémon die Dynamaximierung auslöst. Wenn wir nichts unternehmen, dynamaximieren sich am Ende alle Pokémon der Gala-Region. Und was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Ich will dich halt, bitte verwende Aussage dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten. Den kleinen Bruder des Schöns hat auch noch keine Augenbesuch. Aber seitdem hat es ja von ihm gehört. Gut. Und dann gehen wir nach runter. Jetzt sind wir auch Gott sei Dank endlich mal durch. So. Die Frage ist, ist irgendwas mit Hopp passiert? Da steht Hopp. Okay. So. Mal schon von meinem Energy Drink nehmen. Dann geht's nämlich hier weiter. Da steht der gute Rose. Hallo? Was willst du denn hier, Challenger? Bei dem Champ helfen, was sonst? Das kann ich leider nicht zulassen. Ich brauche Dealing, um Endynalos in Schach zu halten. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hältst mich für einen bösen Menschen. Mittlerweile schon, ja, irgendwie. Oder ein Volltrottel, der ist scheinbar nicht gebacken bekommt. Oder jemand, der es wahrscheinlich nicht hinbekommt, das, was er hier vorhat. Und auch nicht weiß, irgendwie, was er so anstellt. Du hast kein Funkverständnis für das, was ich hier gerade tue. Ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Du musst die geile Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit friedenvoll entwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich an ihn alle aus Wunschsterne verabreicht. Ah, deswegen hat der Bettis die Wunschsterne sammeln lassen, damit er uns so komischen, ja, legendären Pokémon da Energie mit Energie versorgen kann. Das erklärt natürlich alles. Weil er sich auf die Reihe bekommt, schickt er jemanden los.
So. Das rote Licht, das in Klaus City wie so viel Aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um deine Endonale zu erwecken. Alles in Vorkehrung, um die Zukunft der Galaregion zu schützen, verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Und jetzt möchte er gegen uns kämpfen. Los vom Akku-Kosmos förderlich heraus. Kavalanza, also ich habe vermutet, dass das ein Patinaraya tatsächlich als Dynamax bekommen wird. So. Na gut, dann legen wir los. Kavalanza ist Stahlkäfer. Das war heftig, nicht heftig. Also nicht übertreibt. Nein. Genau, richtig. Boah, das war. Okay, das war schon. Hab ich nicht gedacht. Ich kann nicht mal so viel anders richten. So, wieder hoch. Und drauf mit Nitro-Ladung. Gut, das erste Pokémon von ihm schon mal runter. Ich glaube, er hat 6. Ich vermute, dass er 6 hat. Klack, geht's weiter. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich wie seine angestellten Karte. Kanonade. Klack. Tentante. Okay, wir bleiben weiterhin bei. Aber dafür der eine für die Verteidigung. Wo? Da lebt er. Okay, weiter geht's mit seinem Pusher mit Flug. Das Thema hat sich erledigt. Das ist ein bisschen runter, das war Nummer 3. Mautzinger. Ja, vermute ich, dass er nur Stahl-Pokémon hat. Wie gesagt, so ein Patinaraya hat auch Stahl, also ich glaube, das ist jetzt zu setzen. Wenn er das jetzt danach einsetzt, dann sollte das machen. So, weiter drauf. Keine Schreie. Das ist natürlich die Verteidigung stark. Patinaraya. Was soll ich mir gedacht? Okay, ja, das ist tatsächlich 5. Ja, ich würde Leute mal einfach so sagen, jeder wird wieder so ein Dynamax killt. Das
Ja, jetzt hab ich da. Ja, klar, natürlich kriegst du nur einen Volltreffer. Wechseln sollen kann. Ich habe mich lange nicht mehr so amüsiert. Das ist beeindruckend. Kamuno, das Ziel, der unschlagbare Chef unserer geliebten Galerie, dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich Indianalos erweckt. Aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Dylan hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin versucht zu retten. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß. So langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Chef hat Indianalos inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch mitgehen, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seht nach, wie es mit dem Champ so ergangen ist. Wurzelstadt? Da kennt sie mich nicht, alt genug. Schnell lassen sie meine Pokémon und ich den Kampf nicht mehr hängen. Wir geben niemand auf. Jetzt habe ich mich bei der Arena-Challenge gelernt, die sie selbst ins Leben gerufen haben. Jo. So, die Frage ist, meine Pokémon geheilt oder darf ich jetzt hier... Natürlich. Ich habe ja genug Tränke noch. Ich muss Leber ja 15, die meisten haben wir ja geschenkt bekommen. Die Frage ist. So. Die Frage ist, was ist das jetzt? Das Thema Indianalos. Das dürfte wahrscheinlich ein legendäres Pokémon sein. Es ist aber nicht das legendäre Pokémon. Soweit, wie sieht es bei dir aus? Ich bin bereit. So kann ich schon rein. Los gehen wir dir den retten. Okay, er möchte tatsächlich nicht uns heilen. Und hier. Das war los. Ich frage so jetzt weiter. Ah, hier. Okay.
Da steht schon Dilien. Und das ist in die Nalos, okay. Gut. Seid ihr etwa trotz aller Gefahr gekommen, um zu helfen? Oh, vielen Dank. Da bin ich echt platt. Hauptkämpfer, ihr seid wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin so gut wie fertig. Ich soll ja nicht kein Kinderspiel, denn man kann ja seine Pokémon nicht dünner maximieren, okay? Ich vermute, das hat irgendwas mit Indianalis zu tun. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben Indianalis schon ordentlich zugesetzt. Jetzt muss nur noch mit deinem Pokémon fangen, um es unter Kontrolle zu bringen. Also aufgepasst, ist Champ Time. So. Das will sich wohl nicht fangen lassen. Gut. Also müssen wir jetzt wohl ran. Aber das wollen wir schaffen. In der nächsten Folge.